Ja, moin, moin, hallo, seid gegrüßt. Ich bin der Affenkönig Dämlich. Das ist Fallout 4 auf der PS5. Wir sind hier immer noch im Atomreaktor von Mass Fusion. Und ich wusste im letzten Part nicht so richtig, wie ich rauskomme und dachte, ich muss hier in der Soße rumschwimmen. Dieses, naja, recht gesund aussehende Gesöff dort unten. Zum Glück hat mir der Marco Heine geschrieben, nee, nee, Affenkönig, du musst hier hoch in die Dusche. Und das machen wir jetzt. Da lassen wir uns mal wieder richtig schöne nass spritzen, so wie die Pornostars in den 80ern und 90ern und wahrscheinlich auch noch heutzutage. So. Ja, immer drauf mit der Soße. Juhu. So. Und wir haben jetzt den Beryllium-Beschleuniger für das Institut besorgt. Jetzt ist die Frage, hier ist übelst die Kampfmucke. Ich werde mich mal umziehen, weil ich habe ja jetzt immer noch die blöde atomare Klamotte an. Die ist zwar geil gegen den Atomschaden, aber wie wir wissen, hat die keine gute Schadensresistenz. Und wir haben so viel Zeug gesammelt. Jetzt muss ich erst mal gucken, was es hier gibt. Sieht auch geil aus, irgendwie, der gepanzerte Railroad-Mantel. Haben wir eigentlich auch, na gut, gegen Atomschaden nicht wirklich gut. Minuteman Generalsuniform. Ja, der ist schon wirklich gar nicht so schlecht hier. Ist die Frage, ob dann die Umwelt auch so auf mich reagiert, das weiß ich nicht. So, wir nägeln jetzt erstmal das Ding an. Zack. Runner-Uniform, nee, wir wollen hier einzelne Teile nehmen, das ist ja wohl klaro. Verschlagen sind Rüstung, Harnisch. Was macht die denn? Ach, plus 1 Beweglichkeit und Wahrnehmung. Hm. Das ist eigentlich ganz geil, wie viel weniger haben wir? Nee. 35, 35. Na, obwohl. So viel weniger ist es gar nicht. Komm, wir ziehen die mal an. Gut. Dann immer weiter gucken, was es so gibt. Kampfrüstung, Harnisch. Das bringt uns nichts. So, ich bräuchte jetzt so erstmal das Beinchen hier. Beinchen da. Ärmchen dort. Metallrüstung, das ist jetzt nicht so meins, aber ich tue sie erstmal dran, da haben wir erstmal was. Hm. Obwohl, 14, 14 ausgeglichen. Ach nee, das ist fürs Füßchen. Sündrüstung, ach komm, ich tue die dran. Ich weiß, sie hat ein bisschen weniger und ein bisschen mehr auf Energieschaden, aber das sieht einfach geiler aus. Gut, jetzt brauchen wir nur noch unseren Anzug, der Anzug unserer Wahl. Das ist natürlich jetzt die Frage. Hier haben wir schon unseren Vault-Anzug. Aber wir hatten doch noch was anderes gefunden. Irgendeinen anderen Anzug. Ah, hier. Nee. Du bist für deine Feinde viel schwerer zu entdecken, wenn du schleichst oder dich bewegst. Auch cool, aber hat natürlich nicht die gute Resistenzen. Hm, dann scheint das ja wirklich viel schlechter zu sein, was wir da gefunden haben. Ne, dann bringt das nichts. Dann suche ich nur noch meine Brille. Wo war die denn? Pilotenhelm. Ja, müsste ja hier weiter unten sein. Hat ja keine gute Verteidigung. Aber doch sieht sie sehr schick und adrett aus. Ich kann mir auch ein schönes Kleid anziehen. Schweißerbrille, Sonnenbrille. Ja, das war sie nicht. Hm. Ne, welche war das denn jetzt? Es war nicht der richtige. Ach, wir lassen sie erstmal auf. Mist. Oh oh.
Warum? Warte. Hier sind jetzt irgendwo nämlich... Oh! Oh! Wo sind meine Atombomben, wenn ich sie brauche? Ja! Okay, Leute, wir müssen uns was einfallen lassen. Die habe ich doch deaktiviert, dachte ich. Warum sind die denn jetzt plötzlich hier, die alten Mistsäcke? Oh! Und du auch! Gut, die sind jetzt nicht das Problem. So, ich denke, Raketenwerfer könnte hier ganz gut funktionieren. Ah! Stirb! Oh nein, das war zu nah! Ah, Idiot! So, jetzt ist schon mal ein Stückchen Rüstung abgefallen. Ja, stirb, du Scheißvieh! Natürlich würde ich mit einer Powerrüstung viel mehr aushalten, das weiß ich. Oh! Ohohoho! Nehmt euch in Acht, liebe Leute! Es schmeckt nach atomaren Partikeln! So, sehr schön. Und Dankeschön für eure Kommentare, für eure Likes, für alles, was ihr mir gebt. Das freut mich sehr. Oh nein. Oh nee, oh nee. Nein! Ich kann nichts machen, Leute. Ich bin absolut wehrlos. Stirb! Oh, jetzt wollte er nämlich gerade seinen Superangriff machen. Okay, jetzt muss ich mir schnell was reinpfeifen. Wow! Stirb. Huh. Das war knapp. Das war richtig knapp. Na, wenn die ja, ihr wisst ja, ihren Superangriff machen, dann... dann haben wir ein Loch in der Mitte. Meine Güte, Walter. Stell doch mal jemand den Krach ab hier. Ich möchte in Ruhe erkunden. So, jetzt haben sich ja die Türen geöffnet. Gibt es hier da noch irgendwas zu entdecken? Boah, ist das laut. So, hier ist doch ein Terminal. Oh. Ach cool, hier ist sogar noch mal ein Anzug, wenn man keinen hat. Meister? Oh, Kate. Ich habe keinen Schimmer, was hier haust. Oh nein, sie wollte doch gerade mit uns reden. Das war ein Fehler. Ich habe nichts gedrückt und trotzdem hat das Gespräch abgebrochen. Ich werde erstmal den Lärm ausmachen hier. So, der hat es gar nicht zu uns runter geschafft. Zum Glück. So, kann ich hier was machen? Persönliche Intramain? Nee, Sicherheit doch. Sicherheitssystemsteuerung. Deaktivieren, los! Nee, es geht nicht. Was ballert hier auch noch rum? Joi. Wo? Wo bist du? Nicht heute. Heute werde ich nicht sterben. So, das haben wir ja schon gelootet. Ja, da müssen wir wohl erstmal trotzdem mit dem Lärm vorlieb nehmen. Und lesen wir, ob es hier was Neues gibt. Das letzte Mal hat es ja nicht so geklappt mit den ganzen Hecken. So, Crash. Nee. Crash hat einen Treffer. Vielleicht das zweite R.
Oder generell das R. Nee. Stays könnte es auch nicht sein. Sling. Ah. Das könnte es sein. Was? Ich dachte das A. Shady hat zwei Treffer. Dann ist es wohl doch Stays. Ja. Okay, alles klar. Intramel der Forschungsabteilung. Was haben wir da? An den Reaktorraum. Von Anne Chandridge, Forschungsleiter. Heute betreten wir Neuland. Sobald der Schalter des Reaktors umgelegt ist und der Beryllium-Beschleuniger die Fusionsreaktion kalt gestartet, wird die Clean Power Atomenergie für uns alle Realität. Als Forschungsleiter des Projekts möchte ich Ihnen für Ihre gute Mitarbeit danken. Viel Glück und alles Gute. Ja, Sie haben ihn eingesetzt. Oh, 1.8.77, das war ja dann kurz davor. An C. Collins B. Forbes X. Vincent. Nachdem du die Kobolde bezwungen hast, betrittst du eine große Kammer. Der Raum ist feucht, dunkel und stinkt nach Innereien. Ach, die spielen wieder Dungeons and Dragons. Schattenteufel, du hast das Gefühl, als würden tausende Augen dich aus der Dunkelheit anstarren. Doch deine Düstersicht offenbart nichts. Ganda, du bemerkst, dass dein Schwert schwach schimmert. Tamash, dein Geisterwächter, flüstert dir warnend zu, dass sich etwas Übernatürliches an diesem Ort befindet. Okay, die haben wahrscheinlich wieder nur das Zeug gespielt. Ja, nichts Relevantes hier zur Einrichtung. So, Safe-Steuerung macht das Ding auf. Nice, alles her damit. Aber die Knarre ist ganz geil hier, unser neues schönes Schießeisen. Wo habe ich denn das andere? Das, was ich gerade gefunden hatte. Ja. Würde ich jetzt wieder nehmen, weil wir da so viel Schuss haben. Wow! Ich weiß auch nicht, ob das Ding jemals alleine ausgehen wird. Auf jeden Fall müssen wir noch aufs Dach. Das wissen wir. Aber hier hat man es. Oh, wow, wow. Ja! Die XP möchte ich schon mitnehmen. Ich hoffe nicht, dass hier noch was anderes Großes auf uns wartet, aber. Ja, hier waren wir ja überall. Gut. Erstmal raus an der frischen Luft. Soweit man das frisch nennen kann. Oh! Ah, versammelt immer oft ein paar Schüsse. Ah, stimmt, die Protektrons sind noch da. Ja! So, jetzt sollen wir Mass Fusion verlassen. Aber aufs Dach möchte ich trotzdem noch, weil da könnte ja noch irgendwas sein. Also wir haben praktisch alles abgeriegelt hier. Oh, waren wir hier schon drinne? Nee. Prototypen-Terminal. Cool. Nee, waren wir noch nicht. Okay, Chaos hat einen Treffer. Jones könnte es auch sein. Nee, auch ein Treffer. Vielleicht Claws. Nein, auch ein Treffer. Also das S ist auf jeden Fall richtig. Dann Text. Bin durch. Gut. Intramel Forschungsabteilung. Ist da was Neues? Nee, das hat man. Mit dem Schalter des Reaktors. So, jetzt steht mein Kater wieder vor der Tür. Okay, das ist wieder. Die spielen immer noch weiter. Wir hatten viel Zeit an Arbeit anscheinend.
Die Steuerung? Ne, die Steuerung ist uns egal. Hat sich ja jetzt eh erledigt. Was anderes gibt's hier nicht. So, raus hier! Macht's gut, Leute! Diese Typen wissen einfach nicht, wann es vorbei ist. Boah! Optional hilft den Truppen des Instituts in der Lobby. Ich helfe den Zins, etwas Zeit zu gewinnen. Seht zu, dass ihr den Beschleuniger zum Institut bringt. Nein, ich mach mit. Boah, da haben die doch mal angegriffen. Was für ein Spaß. What the? Ach nee, die hatte ich deaktiviert. Hey, feiert ihr eine Party ohne mich? Hahaha, da bin ich! Oh oh. So, schnell was reinpfeifen. Ja! Oh, die sind aber echt stark, gell? Boah, das Ding ist so geil, die Waffe. Sie können sich nicht vor uns verstecken. Oh, hier mit dem Schlagstock rennt er rum. Hey, du Louis! Alleine gegen uns alle! Vergiss es! Wir sind die Übermacht! So. Oh, ganz schöne Blutmatsche. Ist noch irgendwo einer. Deswegen mache ich trotzdem mal kalt, bevor es mich wieder angreift. Warum treffe ich das nicht? Hallo? Nur anscheinend tut es mir halt nichts. Was krass wäre, wenn Dance jetzt hier wäre. Ja! Wir übernehmen hier alles. Aber unsere Truppen haben auch Verluste. Eichhörnchen bisschen? Nein. Rüstung Wissenschaftsgelehrten? Das hat man, glaube ich, schon mitgenommen. Hier nehmen wir natürlich alles mit. Das können wir vielleicht auch ganz gut verkaufen wieder. Und Part, Leute, Part 105. Ist das nicht genial? Mann, das ist mega. Und es gibt schon noch das ein oder andere Gebäude, was ich noch entdecken möchte. Wenn ihr natürlich Lust habt dazu, ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das weiter anguckt. Oder ob ihr sagt, ne, von den Idioten, da kann uns gestohlen bleiben, der Louis. So, haben wir Naksch gemacht. Viele geile Sachen. Ja, da gibt's einiges. Und Stimpaks brauche ich auch ein paar auf jeden Fall. Und ihr habt mir auch nicht geschrieben, was mit den Holomarken ist. Ob das jetzt wichtig ist, die noch irgendwie einzusammeln oder nicht, ob ich die doch irgendwie verscheuern kann oder ob die jetzt völlig sinnfrei sind. So, ich muss mich erstmal beruhigen und eine Schlucke aus dem Brunnen saufen. Oh, schön, da dreht sich das Wasser immer links rum in Amerika. Und was ist so mit dir passiert? Das sieht schon besser aus. Ich höre doch hier was. Gut, wir müssen aufs Dach. Frage ist, wie kommen wir aufs Dach? Scanner, Person identifiziert.
Ja, alles gut. Mich braucht ihr nicht angreifen. Ich bin euer Freund. So, hier geht's. Hier geht's direkt raus, aber doch nicht aufs Dach, oder? Wo fährt denn uns der Fahrstuhl hin? Gucken wir doch gleich mal. Ah, nach unten müsst. Oh. Was war denn das? Jetzt hat es aber einen ganz schön großen Rums getan. Aber wir kommen doch. Nee, von ganz oben kommen wir nicht. Aber anscheinend komme ich hier hoch, wenn ich renne. Ah, fast. Na und der hier, fährt der irgendwie? Wenn nicht, müssen wir mal... Nee, fährt auch noch unten. Wenn nicht, müssten wir die Tür natürlich... Ja, da müssten wir nach oben fahren. Anders bringt das nichts. Der hat auch nichts Dolles. Nee. Weil auf dem Dach muss doch was sein, oder? Das stand doch nicht umsonst in dem Laptop. Das Foyer, genau. Gehe ich jetzt einfach mal. Ja, hier kommen wir. Ja, draußen rumpelt es ganz schön, du. Also, puh. Da scheint noch irgendwas auf uns zu warten. Wir sind doch aber. Wir sind von hier hinten gekommen, oder? Ja, hier steht der Johnny noch. Ist schon mal kein Problem für uns. Absolut gar nicht. Ne, hier sind wir hergekommen. Ja, dann probiere ich das mal. Vielleicht kommen wir ja so aufs Dach, wenn wir hier rausgehen. Ansonsten, vielleicht gibt es auch eine Feuerleiter, bei der wir hochkommen. Level 41. Junge, Junge, Junge. Kann schon sein, dass wir jetzt wieder... So, wo sind wir? Ah. So, sprich mit Ellie Fillmore. Wo ist sie denn? Hallo? Ellie? Nicht da. Ich will... Ich würde wirklich gerne aufs Dach. Oh, hier ist ein Rumgeballerer. Aber es ist so geil hier draußen. Meine Güte. Sieht alles so schön aus und so lebendig. Und es ist Frühling. Ja. Haha, hasch mich. Ich bin der Frühling. Küss mich am Sack. Ich bin der Weihnachtsmann. Nein, das ist ja schon vorbei. Ach, da ist nur ein Raider. Ist mir eigentlich egal, der Typ. Okay, dann sprechen wir halt erstmal mit der Ellie aufs Dach. Können wir immer noch mal. Dann erst noch mal ab ins Institut. Aber krasse Mission, muss ich schon sagen. Mega geil. Also mit viel kleinen Twists und Angriffe und Gunner, Runner und Bruderschaft und cool. Gut, hier sind wir ja daheim. Können wir die Knarre mal wegstecken. Dann suchen wir mal die Ellie. Ich hoffe, es hat uns was gebracht. Huh. Rein in die Soße. So, hier oben muss sie doch irgendwo sein, oder? Unit X688 spricht in höchsten Tönen von dir. Ja, hättest du nicht gedacht.
Hä? Hier ist es aber nicht. Wo müssen wir denn hin? Ah, hier. Okay. Schön, schön. Oh, hier klimpern sie wieder rum. Klimpern sie die ganzen Daten ein, da ist er. Das Institut ist groß. Es wird etwas dauern, bis du weißt, wo sich alles befindet. Ja, hab ich gerade wieder gemerkt. Dr. Fillmore. Das war genug der Aufregung für, naja, den Rest meines Lebens. Vielen Dank, wirklich. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Ich bringe den Beschleuniger dorthin, wo er hingehört. Ich glaube, Vater hat schon eine neue Aufgabe für dich. Lass ihn lieber nicht warten. Interessant, interessant. Abgeschlossen. Mass Fusion. Boah, das hat ja richtig XP gegeben. Junge, Junge, Junge. Hier komme ich noch nicht rein, oder was? Ja, vielleicht später erst Zutritt. Festgenagelt begonnen. Sprich mit Vater. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Als Direktor des Instituts geht man eine bedeutende Verpflichtung ein. Hoffentlich verstehst du das. Ja, verstehe ich. Ellie. Also, was kann ich für den zukünftigen Direktor des Instituts tun? Na, ich würde gerne mal wissen, wie es dir so geht. Ich möchte was über eure Mitarbeiter erfahren. Na klar, Dr. Lawrence Hicks ist für die Maschinen zuständig. Er beaufsichtigt die Hauptlebenserhaltungs- und Sicherheitssysteme. Dr. Evan Watsons Fachgebiet ist die Energieversorgung. Und Dr. Newton Oberly ist für Lebensmittel und Unterkünfte zuständig. Er stimmt sich mit der Biowissenschaft ab, damit unsere Mahlzeiten ausgewogen und nahrhaft sind. Außerdem nutzen wir mehrere Sint-Einheiten für Wartung und arbeiten geringer Priorität. Na, die haben also alles im Griff. Und ich meine, die Menschen leben ja auch hier. Die können ja nicht alle schlecht sein und... Viele von uns werden Probleme haben, einen Außenstehenden als neuen Direktor zu akzeptieren. Ja, aber das wird schon. Wenn ihr mich seht und dann denkt, Mensch, das ist ein richtiger, cooler Bruder, mit dem kann man auch mal richtig einen machen und mal richtig sich einen hinter die Binde schütten, dann denkt ihr euch bestimmt, ha, das haben wir gebraucht. Ein bisschen Leben in der Bude. Gut, dann gehen wir mal zu Vater. Klingt, als wären die Raider in der Batterie ein Vater. Verstehe. Wie sieht es mit deinen Kräften aus? Fühlst du dich erschöpft? Das ist er doch, dort oben. Du hältst dich an den Plan, den wir ausgearbeitet haben. Den Anzug kenne ich. Du gehörst zu denen, die unter der Erde leben. Und du hast dich häufiger ausgeruht? Kommen jetzt noch viele dieser Fragen? Verstehe. Irgendwelche sonstigen Schmerzen oder Probleme? Nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Nein, ich fühle mich ziemlich gut. Interessant. Wie sieht es mit deinen Kräften aus? Fühlst du dich erschöpft? Ach so, das Gespräch wiederholt sich zum Glück immer, dass wir das auch mal komplett mitkriegen. Du hältst dich an den Plan, den wir ausgearbeitet haben. Ja, Doktor, ich nehme alle meine Pillen. Okay. Ja, danke, Doktor. Ich denke, das war's dann für heute. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich denke, wir sind jetzt fertig. Danke. Ja, Sir. Danke. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, war Mass Fusion ein Erfolg. Trotz der Einmischung der stählernen Bruderschaft. Aber 100 pro! Mein Sohnemann! Wir sind gut mit Ihnen klargekommen. Das hat auch Dr. Fillmore berichtet. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es wäre ein großer Rückschlag gewesen, wenn wir diese Technologie an diese Wilden verloren hätten. Die Einmischung der Bruderschaft muss allerdings im Zusammenhang betrachtet werden. Angesichts ihrer Neigung, Technologie zu horten, sind Auseinandersetzungen mit ihnen noch zukünftig unvermeidlich. Wir verfügen schließlich über die fortschrittlichste Technologie im ganzen Commonwealth und vermutlich auch darüber hinaus. Außerdem sollte beachtet werden, dass es Bedenken im Institut gab, was deine Loyalitäten angeht. Ich habe natürlich nie an deinem Einsatz für unsere Sache gezweifelt. Aber durch diese direkte Konfrontation mit der Bruderschaft dürften auch viele andere beruhigt sein. Ich bin stolz auf dich. Wie dem auch sei, die Bruderschaft ist ein zukünftiges Problem. Und wir müssen uns jetzt auf die Gegenwart konzentrieren. Und schau mich nur an. Ich plappere wie ein alter Mann. Ich vergeude Zeit. Du bist ja ein alter Mann.
Mehr Reaktorteile? Sarkastisch, gerade erst zurück. Drum kümmern. Ja, ich kümmere mich drum. Ich will ihn da auch nicht abschlagen in seiner Situation. Was immer es ist, ich kümmere mich darum. Das hoffe ich doch sehr. Diese Situation geht in gewisser Weise auf dein Konto. Auch wenn du sie nicht absichtlich herbeigeführt hast. Aber er gibt mir schon immer so ein bisschen die Schuld, gell? Aber... Ah, ist wie verkehrte Welt irgendwie, als ob er unser Vater wäre. Ich bringe das in Ordnung. Was ist passiert? Ich will jetzt mal fragen, was er genau meint. Was meinst du damit? Was ist passiert? Also, während du Dr. Fillmore geholfen hast, wurde ein zweites Team losgeschickt, um jemanden aus dem Commonwealth ins Institut einzuladen. Offenbar gab es Verständigungsprobleme. Und die Person hat um Hilfe gerufen, die in Form deiner Minutemen auch kam. Soweit ich weiß, sind bisher keine Schüsse gefallen. Ich will, dass das so bleibt. Ich möchte, dass du dich dorthin begibst und mit den Minutemen draußen redest. Bestehe darauf, dass sie sich zurückhalten. Dr. Thompson ist vor Ort und wird deine Kontaktperson sein. Ich weiß, dass du diese Situation entschärfen kannst. Es ist von größter Bedeutung, dass diese Person sofort ins Institut gebracht wird. Okay, ach, die Minutemen haben sich eingemischt, ja, na klar. Aber die würden bestimmt auf uns hören, sodass wir vielleicht kooperieren können zusammen. Was ist so besonders? Werde sie nicht hintergehen, sie werden zuhören. Sie werden auf mich hören. Mir wird schon was einfallen. Du kannst das als erledigt ansehen. Glaub mir, das tue ich schon. Ah, sieht nicht gut aus, gell? Ich weiß nicht... Oh, jetzt hat er mich aber erschrocken. Es sind doch auch keine Altersflecken, oder sind das Altersflecken, was er da hat? Ja, ich weiß es nicht. Mein Sohn. Unsere Fortschritte werden irgendwann die Welt verändern. Irgendwann! Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange. So, wo ist jetzt der andere hin? Mit dem wollte ich eigentlich mal quatschen. Und wo ist Kate? Komplett draußen geblieben. Kate? Aber vielleicht taucht sie auch mit einem Schlag wieder auf. Ja, da haben wir ja sogar jetzt eine neue Mission. Könnten wir eigentlich dahin reisen. So, hier ist das Haus. Festgenagelt, genau. Was ist das jetzt? In der Biowissenschaft braut sich was zusammen und Dr. Oberly muss dringend mit dir darüber reden. Das können wir ja erstmal machen. Weil, wenn wir dann eh raus müssen, dann können wir die Mission vielleicht gleich dann später noch angehen. Ab in die Biowissenschaften! Sei doch vernünftig! Ich weiß, du kannst mich hören. Jetzt mach die Tür auf! Oh, die haben eingesperrt. Was ist los? Dr. Hicks und Dr. Loken protestieren gegen deine Ernennung zu Vaters Nachfolger. Oh. Sie haben die Sicherheitssysteme der Abteilung Biowissenschaft übernommen und unsere Nahrungsmittelversorgung unterbrochen. Was? Damit drohen die, die ganzen Leute verhungern zu lassen, nur weil sie mit mir nicht zufrieden sind? Leute! Haben sie irgendwelche Forderungen gestellt? Bis jetzt nicht. Aber sie werden sicher verlangen, dass du alle Verbindungen zum Institut abbrichst. Huiuiuiuiuiui. Ja, das geht zu weit. Zu protestieren ist ja schön und gut, aber das hier geht eindeutig zu weit. Ich verstehe deinen Ärger, aber rede bitte erst mit ihnen, bevor du Gewalt anwendest. Ich kann den Wartungstunnel zum Beobachtungsraum der Biowissenschaft öffnen. Von dort aus solltest du mit Hicks und Loken sprechen können. Wenn sie nicht mit sich reden lassen, verschafft dir dieses Holoband Zugriff auf den Terminal im Beobachtungsraum. Das sollte dir ein paar Optionen geben. Aber versuch bitte erst mit ihnen zu reden. Gewalt ist das letzte Mittel. Ja, ich würde auch... Oh, ich würde auch erstmal lieber mit ihnen reden, auf jeden Fall. Da wären wir. Warte bitte einen Moment. So, offen. So, alles offen. Geht zum Kontrollraum der Biowissenschaft. Dann könnte ich mir ja... Haben wir noch irgendwas? Charakter plus 1. Wie sieht's hier mit... Haben wir da was?
Es war Charisma, überzeugen und zu verführen. Okay, also gucke ich noch mal. Setze ich mir mal irgendwas, was Charisma auf jeden Fall erhöht. Smoking? Ein Smoking anziehen. Glück. Ja, Glück will ich nicht haben. Ich möchte Gewissheit haben. Zeitungsverkäuferkappe. Wir haben doch bestimmt noch ein paar andere Sachen. Was kann man sortieren? Wert. Sortier nach Wert. Sachen, die wertvoll sind, sind bestimmt welche, die auch recht viele Attribute erhöhen. Und wahrscheinlich, na gut, nee, wahrscheinlich die Powerrüstung als erstes, wa? Ja. So, was war das? Reginalds aus Outfit. Das ist ganz gut. Charakter plus 3. Zieh das jetzt einfach erstmal an. Umziehen kann ich mich ja immer noch. So, gibt es sonst noch was hier mit schönen Werten? Charakter. Charisma. Wo haben wir es da? Hast du das Smoking? Nee. Jetzt hörst du so eine andere Brille und das Paillettenkleid. Halt. Wahrheit. Ah. Sauberes Jeanskleid. Ja, na klar, wenn eine Frau sowas anhat, das ist natürlich. Oh, das war das. Die Uniform hier. Boss Uniform, genau. Die könnte ich nochmal aufwerten. Das sollte ich mir mal merken. Kann ich die irgendwie markieren oder irgendwas? Nee, gell? Nee, leider nicht. Wie sieht das denn aus? Das Ding, das sieht ganz cool aus. Wahrheit. Noch ein Kleid. Pullunder und Hose. Herrlich. Lässiges Outfit. Auch nicht. Ein eleganter Hut. Lass mal den erstmal auf. Dass wir das auf jeden Fall schaffen. Minuteman Generalshut. Ja, das strahlt doch Autorität aus, oder? Oder die Schmalzlockenperücke. Generalsuniform hat aber nur eins. In Charisma, Stärke, Bewegung. Geflickter Anzug, Lorenzos Anzug. Pastorengewand. Nee, auch nicht. Brille mit schwarzem Gestell, genau. Die noch auf. Den sehen wir doch bestimmt. Supergirl. Obwohl. Okay. Sehen wir ja aus wie ein Vollidiot, aber. Vielleicht hören sie auch dämliche Vollidioten. Möglich ist alles. Auf Befehl. Was? Institut, müssen sie vernichtet werden. Och Leute, lasst doch mal mit euch reden. Ich meine, gut, das sind nur Sims, gell, aber. Oh, die sind aber stark. Sehe ich gerade, dass ich ja hier richtig durchlöchert werde. Jetzt habe ich natürlich auch. Oh nein! So blöde Klamotten an. Mach die Hütte kaputt hier! So, erstmal der erste Treffer schon mal schön. Es raucht gleich, mein Freund. Ah, Mist! Das hilft ja nichts, gegen den Kopf zu schießen. Boah, kurz und klein muss zu schießen. Gut, dann nehmen wir mal alles mit hier. Das könnte alles gutes Zeug sein.
Nächste Runde bestimmt jetzt noch mehr. Oh, okay, Leute, das wird nicht so einfach und ich glaube, die Waffe ist gerade gegen die nicht so super. Könnt ihr natürlich auch mal mit Nahkampf probieren. Ach, ich liebe diese Musik hier. Bin ich gerade auf Nahkampf gegangen. Und jetzt sage ich gerade, ich liebe die Musik und dann kommt gerade wieder die Combat-Mucke. Oh, geil, wie die Munition runterfliegt. Was richtig hört. So, da sind Schiebetürchen. Oh, Munitions... Oder ist nicht... Oh, alles leer. Warum das denn? Habe ich das schon gelootet? Bestimmt. Ja, brauche ich bestimmt schon mal. So, wo sind die Halodris? Oh, fast! Da hat nicht viel gefehlt. Oh, war das der falsche Weg? Das kann sein, wa? Ah! Stimmt, das alte Abteil des Instituts. War ja auch so mega geil, die Folge. Oh, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Meine lieben Freunde, ich kann doch mit der PlayStation nicht ewig aufnehmen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder Tag, was ihr auch habt. Bitte schaltet im nächsten Part wieder ein, wenn es heißt, jetzt wird's dämlich mit Affenkönig dämlich und Fallout 4 auf der PS5. Lasst mir Liebe da, das heißt liken, kommentieren, abonnieren und Instagram nicht vergessen. Macht's gut, ciao, meine Freunde.